Moin Moin, Kuso Oskar hier mit einer weiteren Folge, diesmal mit der Ismael. Ich spiele mich hier gerade bei den Russen-Schlachtschiffen wieder hoch, Baum zurückgesetzt. Wie folgt ausgerüstet das Schiff? Eigentlich so ziemlich klassische Schlachtschiff-Bauweise in der Ausrüstung. Kapitän habe ich tatsächlich einen besonderen drauf, weil ich die Ismael sehr mag. So geskillt. Und mit Boni vollgekleistert, weil wir wollen ja schnell zum Sima kommen, zur sinnlos OP. Und ich würde sagen, wir starten dann mal rein. Auf geht's, auf geht's. Ja. Titanplatte, halber Unterkiefer. Und wie ist das gekommen? Habe ich das vergessen oder hattest du schon mal was gesagt von? Wie ist das zustande gekommen? Also ich kann so viel sagen, ich habe mir in meinem Leben noch nie einen Knochen gebrochen. Obwohl es da einige Aktionen gab. Auto angefahren, vom Laubendach runtergefallen und mit der Seite mit den Rippen auf dem Badewannenrand aufgeknallt. Ich bin der Wolverine. So. Die Haare passen ja schon. Vier Schlachter. 5 Kreuzer, 3 DDs, kein U-Boot oder kein CV. Wo willst du hin? Ziemlich viele Divis im Gegner-Team. Ich gehe lieber nach links zur Warspite. Ja, das wird vielleicht keine schlechte Idee. Da komme ich doch gerade mit. Ja, hatte ich schon mal über ein Jahr her, wo ich das geschrieben habe. Ah, Gott. Nein. Ist schon so spät? Ist doch erst 22 Uhr. Krado, danke für dein Raid. Dankeschön. Und es klang gut. Es klang gut? Hoffe ja. Ich doch. Ich habe nichts gehört. Ich habe den Streamleiter und den Mute. Ah. Lautstärke passt auch? Ja. Ja, klang gut. Und Lautstärke passt, kannst du lassen. Perfekt. Ich habe nichts gehört. Lupus und Zeugler. Moin, moin. Da hat jemand ein Follow dagelassen. Danke fürs Follow. Ich hoffe, Krado hatte angenehme Runden und hat lustige Spiele gespielt, fang den Torpedo und was man so macht. Nein, jetzt Scherz beiseite, wie waren die da Runden so? Ein Follow dagelassen. Noch einer. Rakete und Spooky Boy, danke schön für eure Follows. Was? Knows if Cam is super Elbing? Ja, die Frage habe ich auch. Oh, da hat bitte nicht. Nee, doch. Nicht noch mehr TF-Schippe. Elbing, wo die feiern. Ja, was mit dem F-Skill, damit du dich wie in Annapolis in so 3 Sekunden aus dem Leben nehmen sollst. Nein, da streichen sie die 150er und machen direkt 203er draus. So. Moin Moin an alle, die da gerade eintrudeln. Runden waren ausgeglichen, ja, das ist so schön. Das ist besser als komplett bescheiden. Mehr erwarten wir ja schon gar nicht mehr. Und vorne kein Geschütz, dafür 3 hinten. Ich sehe, wir verstehen uns. das wäre eigentlich ein deutsches Schiff, stimmt, ja. Jetzt nochmal bitte. Aber dann braucht er bitte so richtig schnelle Torpedos, aber maximal, keine Ahnung, so 4-5 Kilometer oder so. Ja, 90 Knoten sollten drin sein. So, Valerie, Sesselfurz und was? Krot? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Bergkiefer, danke für eure Verlust. Dankeschön. Na, siehste, da werden wir uns mal beim Meister wieder bedanken. Sondern sollen wir so in die Kaffeeklasse greifen? T11-Subs wären viel wichtiger, das stimmt allerdings. T11-U-Boote? Fühle ich? Ja, die haben dann, die können dann wieder Shotgun mit dem F-Skill. Ja, da ist das dann wieder erlaubt. Das ist das Special bei denen. Ich glaube, dann flippen alle aus. Da hat jemand ein Follow da gelassen. Wie ist das dann? Sind das dann gleich Atom-U-Boote? Ja. Die haben dann Raketen. Oh, da hat jemand ein Follow da gelassen. Das finde ich okay. Das würde ich balanced nennen. Ja. Ich bin auch dafür, dass du unterm Schiff durchschwimmen kannst und in die Rakete einfach direkt unten in den Kiel reinballern kannst. Das ist dann Deto 2.0. So, Nürnberg, was machst du da? Ist mir egal, ja, ich schieße erstmal drauf. Ich schon gut ab.
Ich treffe leider auch die Eklos nicht. Drei Treffer im Torpedoschutz. Finde ich gut. Warum nicht T12? Naja, wir wollen ja erstmal nicht übertreiben, ne? Ja, erstmal, bitte. Erstmal wollen wir die Leute noch ein bisschen abnerven mit T11. Wo du schon so an der Annapolis verzweifelst. Und wenn dann da der Kummer maximal angehoben wurde, dann können wir über T12 nachdenken. Wie viel Torbereichweite hatten die, Nikolas? Weißt du das? Nicht auswendig. Moment, Nikolas. Torpedos 5-5. Ich will mal kurz hier. Komm mal ein bisschen in die Gänge, Ismael. Da schießt was auf mich, das mag ich nicht so. Au! Das war jetzt mein Fehler. Der ist tot. Sehr schön. Repuls fährt dämlich weg. Und die Nürnberg fährt tatsächlich mit dem Heck zu uns. Da schieße ich doch mal direkt drauf. Da gibt's Klatschi auf dem Arschi. Nur 6-9, aber immerhin. So. Ja, ich sehe also, wir verstehen uns alle. Sollten wir direkt mal ein Video fertig machen, an WG schicken. Hier, wir haben Bedarf. Einmal umsetzen, bitte. Einmal bitte T11-U-Boote. Subs, ganz klar. Mit Raketen. Das muss sein. Ach, sei komm. Das bist halt bei dem. Gucken, ob ich die Nürnberg erwische. Also, Kinder, ich fasse es jetzt mal zusammen. Danke an alle Follows, die da reinkommen. Da kommt eine Oma. Ich habe ein Problem. Oh, da hat jemand das war jetzt doch ein Schiff zu viel vielleicht. Kann man die bitte mal schnell rausstanzen? Ja, ich drehe schon ein. Ich muss irgendwie mal... Aber die liegt, glaube ich, ein bisschen blöd für mich hinter der Insel. Keine Ahnung, ob ich da rankomme. Aber ich denke, du machst das da schon. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Ich kann da leider nicht helfen gerade. Nein, ich brenne. Unsere Basis wird eingenommen. Okay, ich mache mal gleich eine Kehre und drehe um. Irgendwas scheint da durchgefahren zu sein. Das wäre jetzt fies, da drauf zu schießen. Ich komme da nicht ran. Oder? Ne, die Warspite ist schon unterwegs. Na komm. Komm ich da rüber? Nein, jetzt dreht er noch mehr raus. Ach, Menno. Conn ist auch was feinig. Ja, das ist auch so ein Schiff, das ist... Ja, aber die bekommen ja jetzt beide einen Nerf. Hä? Also, das ist zwar komplett sinnlos, aber... Was haben die jetzt nochmal bekommen? Nerf. Ich glaube, Annapolis hat 5000 Leben weniger und konnte auch irgendwie weniger leben. Aber statt dass man, keine Ahnung, die Hauptbatterie oder die Offensive, die ja komplett übertrieben ist bei den Teilen... Ja, ich wollte gerade sagen... Nein, wir nehmen die Leben runter. Also das Überleben ist ja jetzt nicht unbedingt so ganz das Problem, also, aber das ist ja mehr so, dass die halt Yamatos und sowas direkt rausstürzen. Deto. Oh, sehr schön. Oh, da ist eine Fuso. Ah ja, ich fahr erstmal noch ein bisschen. Zusammenfassend, T11-U-Boot mit Atombatterie und zwei schnelle Ladestreckentorpedos, die schneller als CDs sind, auf der Stelle drehen können und mit F-Skill haben ungefähr so. Ja, genau. Aber der F-Skill macht dieses Shotgun ihm wieder möglich. Das fehlte noch. Florian, dann, also. Dann haben wir's. Solltest du gerade Zeit haben, schreib doch einfach mal an WG. Hier, Vorschlag. Die freuen sich bestimmt. Wir haben das ausgiebigst besprochen. Fuchs! Nein! Stirb nicht. Wo ist er? Da vorne. Ah. Oder ein Gun-U-Boot. Und ein Gun-Boot, ein DD mit einmal. Also sorry, wenn er da so ein 510mm Geschütz drauf flanscht, ich glaube, das... Da fährst du rückwärts. Das, ja, fährst du rückwärts oder das Ding zerlegt gleich direkt. Die deutsche Community will nichts anderes. Jetzt hat er wieder Gas gegeben. So, ich komme mal zurück, ja, andere Seite zusammen. Die Spieler wollen es. Ja, ganz klar. Und wir wissen, WG macht immer nur das, was die Spieler wollen. Ja? Also die sind da total... nah dran an der Community.
Ja. Paul Walker, moin. Warum kein Fallout 4? Das ist schlimm, ne? Spiele ich kein Warthunder, ist auch falsch. Spiele ich kein Fallout, ist auch falsch. Aber komischerweise höre ich irgendwie nie, spiel doch mal Wars. Richtig. Du hattest da ein bisschen Muschelbefall, den muss ich ein bisschen abkratzen. Ja, alles gut. Jetzt sieht man die Tannen auch wieder. Hab eine Schlägerei mit 14 Leuten einen mit dem Schlagring bekommen. Das ist natürlich übel. Das ist richtig übel. So, was machen wir jetzt? Ja, Nürnberg und Repuls fahren da um ihr Leben. Ja, Nürnberg kommt zurück, sag ich. Der hat dafür zu aggressiv gespielt, damit er jetzt einfach schon, oder steht da vorne noch. Ich würde mich trotzdem Icarus und Warspite anschließen. Ja, kannst du machen. Ich frage mich, wo die Schöneberg hin ist. Weil zumindest die Repuls hätte ich ganz gerne raus. Ich bin offen. Es könnte die Schöneberg sein. Dann wohl. Guck mal nochmal. Er. Einer hat die Flak nicht an. Das ist ja schade. Da! Eindrehen! Ja, da muss ich dann doch nicht drauf schießen. Auf die Range ist das Portal. Gucken, vielleicht treffen wir. Komm, ein Treffer wendet. Nö, nischt. Ihr habt nichts getroffen. Was macht die Nürnberg da? Nürnberg-Sachen. Aber wir machen jetzt auch mal was anderes. Wir drehen ein. Da stehen schon zwei Schiffe, dann brauche ich mich nicht noch dazustellen. Ich will den Gustav im deutschen Tech-Tree. Ja, das wäre natürlich auch, ja. Was war denn das nochmal? Gustav ist so ein schweres, überschweres Geschütz gewesen. Genauso wie die. Oh, jetzt fallen mir die Namen wieder nicht ein. Aber das ist dieses Eisenbahnteil da. Ja, ja. Ah, dann, ja, okay. Dann gab es da noch Thor und wie sie alle heißen. Ich habe fast die Yamato, na dann auf Paul Walker. Yamato ist geil. Aber dran denken, du frisst Schaden aus allen Quellen. Vor allem, wenn sie wissen, was sie tun. Ja. Björn, danke fürs Team jetzt. So schön mit dem Kreuzer, die vorne rein in die unter die Türme. Meckt doch immer. Eindrehen. Oh, das tat weh, aber er hat auch ordentlich gefressen. Au, 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 au. Das tat richtig weh. Da ist die zweite Repuls, das wird jetzt unschön. Kann da mal einer die Schöneberg rausnehmen? Nee, ist out of reach. Ah, ich glaube, ich habe die Nürnberg gefunden. Die blieb hin, glaube ich, stehen, so wie es aussieht. Au, ja, verdient. Aber vielleicht nehme ich sie noch raus. Nein! Zwei Durchschläge. Das war mein Fehler, ich bin scheiß gefahren. Björn, grüßt Partykiller. Willkommen. Lange nicht mehr da gewesen. Ich will auch Ping-Torpedos und Nachtleute-Booster für die Kitakami. Das schreiben wir gleich auf der Liste dazu. Ich denke, das sollte... Nee. Also die Kitakami ist nicht T11. Hallo? Die ist nicht T11, das geht gar nicht. Nein, dann machen wir es ganz einfach. Also die Kitakami, die normale, bekommt Nachladebooster, ohne dass irgendwas anderes da gemacht wird. Und dann gibt es das Ding zukünftig nochmal als T11-Variante mit, ja, was hat er geschrieben? Hat er nicht hier Ping? Ja, Ping-Tops. Finde ich gut. Ping-Tops, Nachladebooster, der ja einen Cooldown von 30 Sekunden hat, damit er gleich... Oh, ich hoffe, ihr hört keiner von WG zu. Die kommen nur noch auf doofe Gedanken. Stell mal ein U-Boot vor, das gleichzeitig ein CV ist. Valerie, gibt's doch. Hatten noch die Japaner. Ich glaube, die konnten bis zu 3 Flieger da drin haben. Die sind halt aufgetaucht. Dann gab's halt eine kurze Phase. Also ich glaube, die haben 10 Minuten gebraucht, um einen Flieger klar zu machen. Das Einpacken war dann eher das Problem. Aber da kannst du dich halt dafür entscheiden, die Scheißdinger halt einfach da stehen zu lassen und abzuhauen. So, wir machen das Ganze aus Risikobasis.
Achso, ich kann mal hier. Ja, ich sterbe jetzt an den Nürnberg, der noch viel zu viel Leben. Ja. Ja, der spielt aber auch gut. Der weiß, was er macht. Halbwegs zumindest. Habe ich hier noch was verpasst? Also danke, wie gesagt, nochmal für alle Follows, die reinkommen. Gekommen sind. Gab es früher auch für Küstenverteidigung waren, glaube ich, Schaluppen mit 232 Finder vorne am Bug. Es gab meines Wissens auch mal ein U-Boot bei den Briten. Das hatte so eine dicke Kanone, das ist aber irgendwie nach hinten losgegangen. Stört dich die Minimap gar nicht? Nö. Ist es zu groß für euch, oder? Nee, ich finde das tatsächlich gut. Das ist mal ganz angenehm, um zu gucken, wie die Runde läuft. Dicke Bertha, genau die war's. Die dicke Bertha. Die Yahagi, die ist auf Geheimmission unterwegs. Die sucht da hinten ihren Skill. Nein, habe ich nicht gesagt. Nö, wir rennen jetzt einfach davon. Gustav und Dora sind Eisenbahngeschütze. Jo. War etwas beschäftigt. In letzter Zeit bin kaum noch zum Zocken gekommen. Ich hoffe, alles gut soweit trotzdem bei dir, Björn. Es war auch kein Vorwurf, also sowas nicht als Vorwurf verstehen. Ja, aber mir fällt das durchaus auf, wenn Leute wieder dabei sind, die sonst immer zuschauen. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Warsana, bin raus. Muss pennen. Das war klar, Kamikaze. Das war so klar. Nee, ich bin gerade ein bisschen gnarzig auf Warsana. Vielleicht auch nicht direkt auf Warsana oder Gaijin, sondern mehr auf die Spielerschaft da. Wobei vielleicht auch doch auf Warsana, weil die es einfach den Leuten zu leicht machen, sich da einzukaufen irgendwo. Hallo Kuse, ich bin Blix, schön dich auf meiner For You zu sehen. Das freut mich auch. Scheinbar meint es der Algorithmus mal wieder gut für mich. Also gut mit mir, so rum. Kamikaze, morgen hoffentlich den KV-122. Oha. Da müsste man ja eigentlich zusammen und so. Für ein schönes der Gerät. Ja komm, ich habe jetzt hier keinen Bock, hier ewig zu machen. Ganz ehrlich. Also wir haben hier einfach 5 Minuten davon fahren oder was? Zum Bleistift. Die Nürnberg ist aber auch nicht da geblieben, oder? Die ist auch weg abgehauen. Okay, ich quatsch mich jetzt wahrscheinlich um Kopf und Kragen. Ich kaufe dir eine ganze Stiege Red Bull, wenn du die Nürnberg rausrammst. Warum denn? Bin gehydrot. Oh, das ist schlecht. Dann ist das heißt, die Nürnberg ist hier. Ja, dann laden wir doch gleich mal auf AP um. Das Drehen meine ich bei der Minimap? Nee, tatsächlich habe ich das extra so eingestellt, weil ich das angenehmer finde. Wenn die gleich so mitdreht. Da ich meist mit den entsprechenden Schiffen einen aggressiven Spielstil pflege, habe ich da mal nicht so Zeit, die Karte zu studieren und zu wissen, wo ich bin. Oh, da ist er. Dementsprechend finde ich das ganz angenehm, wenn die da schon so ein bisschen schöne Salve. Aber wo hat er denn die Türme ausgerichtet? Was war denn das jetzt für eine dumme Aktion von ihm? Ah nee, da kann ich nicht treffen. Oder konnte nicht. Nein. Okay, da hat er verfehlt. Er weiß nicht, wo du bist. Ja doch. Bist du auf Proximity Range? Ist egal. Das ist durch die Runde für mich. Schade. Ach, jetzt merkt man es halt gleich los. Mimi. Ja. Aber der Witz ist halt, dass eine Ikarus und eine Yahagi es nicht gebacken kriegen, die Repulse aufzuhalten. Ja, da geht's doch schon los. Great job, Ramat. Welche Leiche ist das wieder, die sich da beschwert? Warte mal, wie heißt er? Architekt. Wo ist er denn? Ja? Ach da. Die Yahagi, die da vorhin am Kartenrand rumgeklebt hat. Ah ja. Wir werden es in der Endauswertung sehen, ne? Kinder? Nee, ja.
auf in die nächste Runde. Ernsthaft? Das Trauerspiel muss ich mir nicht mehr antun hier. Okay. Auch warum denn nicht? Komm, Fuchs, raus da. Nein. Ja, ich spiel jetzt was anderes. Fuchs ist noch. Hä? Ja? Ja, Fuchs ist noch am Zuschauen. Ach, immer diese Fuchsis. Hab ich auch nicht so aufgepasst, aber soweit alles gut bei mir. Das ist doch schön. Was? Welchen Panzer soll ich alle in mein F3-Deck machen? In Warsan ist ja die Frage, welche Nation du spielst. Und selbst Kuso, alles beim Alten. Mir geht's gleich schlecht. Depression, Burnout und ADHS geben sich gegenseitig die Klinke in der Hand. Heute hatte ich aufgrund Allergie und nennen wir es Überforderung, mehrere Gehörstürze. Also von daher. Das Traurige ist, mittlerweile stört es mich schon gar nicht mehr, weil ich es gewohnt bin. Auch Fuchs. Fuchs. Ja, das ist das Problem, wenn der hier nicht dabei ist. Er ist offline bei mir. Wie? Ist er online bei dir? Na, zumindest wird er angezeigt, als im Gefecht. Ja, aber offline, da steht offline bei mir. Also ich gehe auf seinen Namen drauf und da steht offline. Steht bei dir auch da. Doch. Achso, da offline. Ja, dann schmeißen raus. Ich schreib mal kurz. Ja, kannst du schon mal bereit machen, schon mal rein und dann kann man. Du off. Ja, aber Kamikaze, das geht mit dem Ding tatsächlich. Also bei dem verkrafte ich das irgendwie besser mit der Nachladezeit als bei dem IS-2 oder so. Naja, du spielst Sturmmörser und dreht sich über KV-Ladezeiten auf, also. Ja, aber bei dem Sturmmörser ist es halt auch was anderes. Da weißt du, dass du denjenigen, den du da rauspustest, maximal abfuckst. Wenn du triffst und nicht nur das Rohr schießt. Das Ding. Oh ja, das hat mir Schmerzen bereitet. Also ich glaube, das war auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich da so pissig war. So. Wohin gehst du denn? Ich denke zu Fuso. Also ich gehe so ein bisschen zwischen B und A, denke ich. Ich B, C eher, weil da steht noch ein Texas, was? Ach so. Die habe ich übersehen. Also ja, gut, dann hätte ich erstmal wahrscheinlich mein Popfüllchen in A rein und versuche das zu treffen und von dort fahre ich dann nach B weiter. Mhm. Jo. Paul, einfach anschreiben. Du schreibst mich einfach an. Im Spiel. Oder beziehungsweise jetzt musst du Partykiller anschreiben, weil er, nicht Staffel. Divisionskommandant ist und dann kannst du mitfahren. Wichtig ist halt nur, das, was wir fahren, also die Stufe, die musst du halt ready haben. Bei den Deutschen ist 11.30. Da hat jemand ein Follow da gelassen. Monsterfreak, danke für dein Follow. Ich mag die Stimme. Ja. Finde ich gut. Das ist nicht mal AI. Oh, da hat jemand ein Follow da. Noch einer. Was? Member of Polarity. Danke für dein Follow. Dankeschön. 150er Crew wird witzig. Ja. Muss jetzt pennen gehen. Kommst du morgen auch wieder live? Kann ich nicht versprechen. Und selbst wenn, dann wird es wahrscheinlich nicht, also WT schon mal gar nicht, das ist erstmal gestrichen. Da gibt es nur Videos von meiner Seite. World of Warships weiß ich noch nicht hundertprozentig. Es kann sein, dass ich dann wieder Fallout mache.
Was haben wir da? Nordwinds World. Danke für dein Follow. Was ist denn heute los hier? Danke, so viel Liebe für mich. Ja, das ist natürlich bitter, Henry. VKK, moin. Killer, guten Abend. Und Member, moin moin, sind bei euch auch die Server down? Kommen in keine Gefechte mehr? Nö. Alles gut hier. Kann mich nicht beklagen. So, ich richte mich jetzt nach C so ein bisschen aus. Da fährt er eh alles rüber so ein bisschen. Florian, schön, dass du da warst. Und hoffe auf ein Wiedersehen und sage gute Nächte. Einen angenehmen Dienstagmorgen. So, noch hat hier aber keiner mitbekommen, dass ich glaube da bin. Vielleicht kriege ich die Pensacola jetzt rausgestanzt. Das wäre geil. Aber die fällt auch schon so scheiße. Nürnberg Hydro Range war. Hatte die 6? Nee, die hat glaube ich 5-5 oder so. Oh, da hat jemand ein Follow da gelassen. Knapp hier drin. Was ist denn heute los? Kirill, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Danke für dein Follow. Ja, Bayern. Natürlich trifft er. Wo Kartoffelstreuung der Deutschen? Und natürlich brenne ich. Was denn für Torps? Hat ihr Tiefentorps? Das interessiert mich nicht. Ja, das kann mich ja interessieren. Yay, wir haben das Like-Ziel erreicht. Abgeprallt, hier. Oh, das kostet nicht, hier niemand mit drin. Jawohl, einmal schön 10.000 eingeschenkt. Ja, jetzt ist doch gut, jetzt lass mich in Ruhe, Pensacola. Ihr kleinen nachtragenden Arschis. Ja, da komme ich eh nicht mehr ran. Na, wir lassen es mal durchbrennen hier. Dann ist der Besatzung wenigstens warm. Ha, wir haben aufgehört. Schön. Jawohl, New Mexico hat da mal einen Pfund bekommen. 5 Durchschüsse. Ah, ja. Kann mal wer damit draufschießen? Wäre das machbar für euch? So, Heilung activated. Bei mir auch gerade. Server nicht erreichbar. Warte bis Game vor. Dann haben wir wahrscheinlich Glück, dass wir noch drauf waren. Keine Ahnung. Also. So, jetzt richtig. Danke fürs Mitschießen, Team. Ah, wer ist denn da? Hallo, ja. Fuchs. Hallöchen. Was war da los? Keine Ahnung. Erst war ich ja neu gestartet. Mikro hast du aber diesmal auch richtig rum, ne? Mikro habe ich richtig rum. Gut. Dieses Mal. Also auch die Erklärung, weshalb du off warst vorhin. Wir haben nämlich so ein bisschen gerätselt. Okay. Du wurdest als offline angezeigt, also haben wir dich rausgeschmissen. Ey, krass. Nee, achso, ja. Ins Spiel bist du reingekommen? Die Brunnen, okay. Hm. Oder kommt bei dir auch eine Fehlermeldung? Es kommt technisches Problem. Cool. Hm. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch Pech, weil hier beschweren sich schon mehrere. Also ihr habt es mitbekommen, Fuchs hatte seinen Rechner neu gestartet, wollte sich einwählen und hatte dieselbe Fehlermeldung wie ihr. Also das wurde vom Server getrennt, technische Probleme aufgetreten. Ich wollte es mal später versuchen. Bin ich ja gespannt, wie lange wir noch hier sind. Ja, das ist natürlich bitter. Weil ich wollte gerade aus der Runde rausgehen, ne? Musste ich jetzt das Spiel über den Taskmanager abbrechen. Weil er sich aufgehangen hat. Und dann erklärt das aber auch vorne, hatte ich auch schon so ein bisschen Probleme. Hm. Ja, wobei, die haben sie dann Luft aufgelöst wieder. Ja, weil ich so viel Zuversicht und Hoffnung ausgestrahlt habe. Oh, da hat jemand ein Follow dagelassen. Oh, Pensacola. Drehen. Grüß das. Captain Dasha, willkommen. Danke für dein Follow. Jawohl! Sehr schön.
Das können wir gleich speichern. Ich gehe jetzt dann hier kurz das U-Boot killen. Jo, mach das. Ich nehme jetzt die Bayern vor. Ich gehe jetzt in den Nahkampf. Ja, hier drüben kommen zwei Schlachter rum. Okay. Oder vielleicht mache ich auch was anderes Doofes. Hallo U-Boot. Jo, das ist das Schlauste, was? Nee, das ist... Nee. U-Boot, du bist im Übrigen offen. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Also jetzt ist er Protzi-Range sogar noch. Ich glaube, der hat jetzt auch ist er Mac. Abgetaucht. Ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Frech eigentlich, dass wenn du da mit solchen Kaliber drauf schießt, dass das Ding halt nicht... Eigentlich müsstest du das komplett zerlegen. Hallo, Hausbesuche. Oh, Partykeller macht den Weihnachtsmann und bringt Geschenke. Generaloffensive, jawohl. Ja, da kann ich aber leider auch keinen Tipp geben, was jetzt zu machen ist. Also wenn die Server, dann habt ihr da eh keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Dann müsst ihr warten, bis die Server sich beruhigt haben. Ja. Da gibt's leider nicht viel Möglichkeiten. Xperi, moin moin. Midi-Time, stimmt, da war was. Aber dazu muss ich jetzt erstmal hinter mir an den Schrank wieder greifen. Ja, wir machen nach der Runde einfach kurz Pause, dann kannst du das machen, dann kann ich eine Smökern gehen. Jo. Dann machen wir die Aufnahme noch zu Ende und dann... Alles in Butter. Hast du schon mal hier mit dem, mit diesem einen deutschen Captain hier, dessen Name mir entfallen ist, von der Bruce Willis-Stimme, hast du damals schon mal ein U-Boot versenkt, was er dann sagt? Blub, blub, blub. Ja, genau, wie macht das U-Boot? Blub, blub, blub. Finde ich jetzt etwas zynisch, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, hat jeder U-Boot-Fahrer verdient. Nein, natürlich nicht. Fahrt, was ihr wollt, ganz ehrlich. Am Ende des Tages ist es halt für jeder eben so ein bisschen schuldig, die Spieler. Ja, das ist halt. Ich meine, WG hat es ja reingebracht. Also, warum soll man denn die Spieler dafür mobben oder beleidigen? Das ist halt spielen, was im Spiel drin ist. Es ist halt, ne, wenn du von einer Kugel getroffen wirst, weil dich einer angeschossen hat, ist ja nicht die Waffe schuld, sondern der Schütze, ne? Ja, doch. Ja, oder der Vollidiot, der die Waffe rausgegeben hat. Oder das. Video habe ich dir geschickt. Jo. Werde ich morgen dann zusammen mit einer Sau-Runde von Partikel auswerten. Hm. Du kannst auch noch gleich ein paar WT-Runden hinten dran hin. Ja. Mach ich dann auch. Hast aber nicht wieder auf Nahkampf gespielt, die Slava, ne? Nee. Ich werde es aber. Hier schreibt gerade einer, ich kann den Namen schlecht lesen, blaue Schrift auf grünem Hintergrund. Das wird ganz schwierig. Server gehen wieder. Valerie? Ja. Alter. Das weißt du, das Problem ist, ich weiß nicht, ob das von Twitch kommt oder von 7TV, aber mir werden die Raider, werden mir als grün hinterlegt angezeigt, mit Raider oben drauf. So, und er hat eine blaue Schrift, also blaue Schrift auf grünem Hintergrund auf schwarzem Bildschirm. Okay. Das ist natürlich, ja, suboptimal. Fuchs, du müsstest eigentlich reinkommen. Okay. Jetzt gleich was probieren. Alles in Butter auf den sinkenden Kutter. Genauso. Oh, wie komme ich jetzt denn hier raus, ey? Geht das rüber? Ja, war nicht getroffen. Ja, ist eh gleich vorbei. Marco, ja, ist schade. Ja. So, Kinder, das sind die zwei Runden mit der Ismael gewesen. Ich werde jetzt zwar nachträglich noch ein bisschen weiterfahren, weil ich muss ja den Simon noch freischalten. Vielleicht werden wir da noch die ein oder andere Runde dazu flanschen. Diese war eigentlich gar nicht mal so schlecht. 61.000 halt, zwei Zitas gemacht und halt die Pensacola direkt rausgestanzt als Bestrafung dafür, dass sie mich abgefackelt hat. Ansonsten, ja, ne, vorne mit dabei gefahren. Partykiller hier standesgemäß wieder alles weggenommen, hat nicht geteilt mit mir die Gegner.
Meckert immer. Nee, war eine schöne Runde und ja, ne? Hoffe, es hat gefallen und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.